letzte Klappe für AWZ-Star Daniel Buder alias Vincent Thalbach. 2 Jahre lang hat Daniel Buder bei Alles was zählt eine Intrige nach der anderen gesponnen. In wenigen Tagen ist Schluss damit. Seine Rolle Vincent Thalbach wird das Opfer seiner eigenen Intrige und verschwindet von der Bildfläche. Mit dieser Geschichte steigt Daniel Buder auf eigenen Wunsch am 26. Februar 2018 aus der Serie aus. Daniel Buders Ausstieg bei AWZ wird zum emotionalen Showdown. Dank Maximilians heldenhaftem Eingreifen ist Vincent Thalbach im Gefängnis gelandet. Aber der gewiefte Schurke entwickelt schon die nächste Intrige, um von dort zu flüchten. Er infiltriert seine Tochter Michelle, damit die ihm bei der Flucht hilft. Dadurch entsteht ein gefährliches Spiel, in das neben Michelle auch Ronny, Carmen und Simone verwickelt werden. Mit dem Ausgang der Geschichte hat Vincent allerdings nicht gerechnet. Daniel Buder zu seinem Ausstieg bei Alles was zählt. Die Geschichte rund um Vincent wird jetzt mit einem sehr emotionalen Showdown erstmal zu Ende erzählt sein und ich bin der Meinung, man muss gehen, wenn's am schönsten ist. Auf seine Zeit bei AWZ blickt der Schauspieler gern zurück. Ich habe mich bei AWZ sehr, sehr wohl gefühlt, ganz tolle Kollegen kennengelernt und viele tolle Szenen spielen dürfen, für die ich sehr dankbar bin. Daniel Buder verabschiedet sich von den AWZ-Fans nach seiner Arbeit bei Alles was zählt. Steht zuerst einmal eins im Terminkalender von Daniel Buder: Reisen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um zu reisen und mir ein bisschen von der Welt anzuschauen. Deswegen bin ich erstmal noch nicht in neuen Produktionen zu sehen, aber ich habe schon die eine oder andere Anfrage auf dem Tisch liegen. Auch wenn Daniel Buder bei Alles was zählt einen Fiesling gespielt hat, hat er viele Fans gewonnen. Von denen möchte sich der AWZ-Star noch ganz persönlich verabschieden. Ich werde die Zeit mit euch sehr vermissen. Aber vielleicht ist Vincent irgendwann wieder zurück, wer weiß das schon? Euch wünsche ich eine tolle Zeit mit den neuen Kollegen, die vor kurzem neu angefangen haben und die eine frische und neue Stimmung hereinbringen. Ich hoffe, ihr bleibt AWZ weiterhin treu.